So verbergen Sie die Telefonnummer in der WhatsApp-Gruppe. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe es geht euch gut und bei guter Gesundheit und im besten Fall heute mit euch ein neues Video, wie man die Telefonnummer in einer WhatsApp-Gruppe versteckt. Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles Neue zu erhalten, und jetzt lass uns der Erklärung folgen. Es gibt keine integrierte Möglichkeit, Ihre Telefonnummer in WhatsApp-Gruppen zu verbergen, aber es gibt einige Lösungen. Die erste besteht darin, ein neues WhatsApp-Konto mit einer anderen Telefonnummer zu erstellen und dieses Konto der Gruppe hinzuzufügen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine Drittanbieter-App wie Hide My Phone Number zu verwenden, die Ihre Nummer vor anderen Gruppenmitgliedern verbirgt. Können Sie Telefonnummern zu einer WhatsApp-Gruppe hinzufügen? Ja, Sie können Telefonnummern zu WhatsApp-Gruppen hinzufügen. Öffnen Sie dazu die Gruppe und betätigen Sie die Schaltfläche Teilnehmer hinzufügen. Geben Sie dann die Telefonnummer der Person ein, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie die Schaltfläche hinzufügen. Wie finde ich eine Handynummer von WhatsApp Group? Um die Handynummer eines WhatsApp-Benutzers in einer Gruppe zu finden, öffnen Sie den Gruppenchat und tippen Sie auf den Namen der Person, deren Nummer Sie finden möchten. Es erscheint ein Pop-up mit Ihren Kontaktdaten, einschließlich Ihrer Telefonnummer. Können Sie Ihre Telefonnummer in einer WhatsApp-Gruppe verbergen? Ja, Sie können Ihre Telefonnummer in einer WhatsApp-Gruppe verbergen. Öffnen Sie dazu den WhatsApp-Gruppenchat, tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie Gruppeninfo. Klicken Sie auf Profil und deaktivieren Sie dann die Option Telefonnummer anzeigen. Wie kann ich eine Handynummer in der WhatsApp-Gruppe hinzufügen, ohne die Nummer zu speichern? Es gibt keine Möglichkeit, eine Telefonnummer zu einer WhatsApp-Gruppe hinzuzufügen, ohne die Nummer zu speichern. Wenn Sie die Nummer nicht speichern möchten, können Sie die Person bitten, Ihnen einen Link zum Beitritt zur Gruppe zu senden. Wie füge ich eine Nummer zu WhatsApp hinzu? Um eine Nummer zu WhatsApp hinzuzufügen, öffnen Sie die App und tippen Sie auf die drei Striche in der oberen linken Ecke. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Kontakt hinzufügen. Geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie auf Fertig. Wie erstelle ich eine Gruppe auf WhatsApp ohne iPhone? Sie können ohne iPhone keine Gruppe auf WhatsApp erstellen. Gruppen sind nur in der iPhone-App verfügbar. Wie kann ich 1000 Kontakte auf WhatsApp speichern? Es gibt keinen bestimmten Weg, um 1000 Kontakte auf WhatsApp zu speichern. Zu den möglichen Möglichkeiten gehören das Exportieren Ihrer Kontakte in eine Datei, das Speichern in einem Cloud-Speicherdienst oder das Senden an sich selbst in einer Nachricht. Kann ich eine WhatsApp-Gruppe kopieren? Ja, Sie können eine WhatsApp-Gruppe kopieren, aber nur, wenn Sie ein Administrator der Gruppe sind. Um eine Gruppe zu kopieren, öffnen Sie den Gruppeninfobildschirm und tippen Sie auf die Schaltfläche Kopieren. Geben Sie als nächstes den Namen der neuen Gruppe ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen. Ist es möglich, eine WhatsApp-Gruppe zu kopieren? Ja, es ist möglich, eine WhatsApp-Gruppe zu kopieren. Öffnen Sie dazu den Gruppenchat, den Sie kopieren möchten, und tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche, drei vertikale Punkte, in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Wählen Sie dann Gruppe kopieren. Kann ich WhatsApp nutzen, ohne meine Nummer anzuzeigen? Ja, Sie können WhatsApp nutzen, ohne Ihre Nummer anzuzeigen. Wenn Sie sich bei WhatsApp anmelden, können Sie wählen, ob Sie Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse eingeben möchten. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben, sendet Ihnen WhatsApp einen Verifizierungscode, um Ihr Konto zu verifizieren. Wie kann ich einer WhatsApp-Gruppe ohne Nummer beitreten? Es gibt keine Möglichkeit, einer WhatsApp-Gruppe ohne Nummer beizutreten. Wenn Sie keine Nummer haben, können Sie WhatsApp nicht verwenden. Und am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.